Hier mal ein Nachbar von meinen Bienen, der schon seit vielen Jahren direkt nebenan wohnt. Das ist ein großer Ameisenhaufen. Waldameisen. Diese Ameisen waren schon da, bevor ich meinen Bienenstand hier aufgestellt habe. Und dieser Haufen hat sich in den letzten Jahren prächtig entwickelt. Er hat auch Kolonien gegründet. Es sind mehrere Ameisenhaufen hier in der Ecke. Dieser hier ist am nächsten zu meinen Bienen. Und dieses Video mache ich einfach mal, weil ich von vielen Imkern gehört habe, das ist ein ungeliebter Gast in der Nähe der Bienen. Ameisen würden Bienenvölker ausräubern. Also ich stehe seit Jahren an diesem Stand und genauso lange wie ich hier stehe, ist dieser Nachbar da. Jetzt zeige ich euch mal, wie nah dieser Nachbar an meinem Bienenstand ist. Da sind meine Bienen. Dieses Volk hier ganz links ist mein derzeit stärkstes Wirtschaftsvolk und ist 3 Meter entfernt vom Ameisenvolk. Sieht man eine Ameisenstraße, die in das Volk eindringt? Ich sehe keine. Also ich habe hier schon Dutzende verschiedene Arten von Ameisen gesehen. Ich habe auch rote Waldameisen gesehen, die vielen Imkern ein Dorn im Auge sind. Und ich habe noch nicht einmal gesehen, dass diese Ameisen massiv ein Bienenvolk ausgeräubert hätten. Noch nie. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand andere Erfahrung. Ich nicht. Absolut tolle Nachbarn. Die räumen den ganzen Totenfall weg. Ja, das tun sie, keine Frage. Die krabbeln auch auf den Windeln rum und räumen das Zeug runter, was rausfällt aus den Völkern. Ja, tun sie auch. Aber auf den Waben habe ich noch nie Ameisen beobachtet. Und das schon in vielen Jahren, die ich die hier neben mir habe. Nur mal dazu, was ich Imker gesehen habe, die ihre Völker auf PVC-Rohren stellen, kappen, wo sie Wasser einfüllen, damit die Ameisen nicht hinein können. Wie gesagt, meine Erfahrung ist, Ameisen sind hier direkt neben meinem Stand, unmittelbare Nähe, ein prächtiges Volk. Ein wirklich starkes Volk. Und ich habe keinerlei Komplikationen mit Ameisen und Bienen. Es sind viele verschiedene Arten hier in der Gegend unterwegs. Das hier ist jetzt der deutlichste Haufen, den ich kenne. Hinten ist noch ein anderer Haufen, auch schwarze Waldameisen, rote Waldameisen habe ich gesehen. Und ich habe keinerlei Komplikationen mit Ameisen und Bienen. Wer andere Erfahrungen hat, ich kann sie nicht teilen. Tut mir leid. Das ist einmal meine Meinung. Ich weiß, vielleicht polarisiere ich damit. Soll mir recht sein, aber wie gesagt, nicht nur eine Meinung, ist auch eine Erfahrung. Ich halte diese Gäste hier eher als, oder diese Nachbarn hier eher als willkommen, da sie doch richtig aufräumen auch. Ameisen sind nur eben die Gesundheitspolizei in der Natur, vor allem bei uns, und die räumen alles an organischem Müll, der hier unterwegs ist, einfach weg. Und dafür bin ich froh, dass sie da sind. Wirkliche Schutzvorkehrungen, Bienen, Ameisen, habe ich keine getroffen und ich habe auch keine Probleme damit. So, danke euch fürs Zuschauen. Ich weiß, das Video wird polarisieren, wie immer. Wenn ihr nicht meiner Meinung seid, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.